Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Sinn des Lebens. Wie tickt sie? Was ist ihr Mindset, ihre Denkweise und wie beeinflusst sie ihr Leben? Bei meinem heutigen Gast ist Mindset ein Mythos, der nicht funktioniert. Darüber unterhalte ich mich gleich mit Professor Dr. Heinz-Jürgen Scheldt, Psychologe und Seminarleiter. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen, lieber Heinz-Jürgen. Vielen Dank. Ja, bevor wir auf diesen Mythos eingehen, was genau ist Mindset? Hat das irgendwie mit Zielfindungen im Leben zu tun? Naja, Mindset ist ja etwas, was mittlerweile so in aller Munde ist. Alle Anbieter auf dem Markt sprechen von, du brauchst das richtige Mindset, dein zukunftsweisendes Mindset. Dein Mindset muss an die Gegenwart angepasst sein. Du musst ein erfolgreiches Mindset haben. Also Mindset ist so fast ein Schlagwort geworden. Letztendlich ist Mindset nichts anderes als NLP, was man früher in den 80er, 90er Jahren so als NLP bezeichnet. Das ist nur ein neuer Begriff, mehr oder weniger für NLP. Das heißt, für das neurolinguistische Programmieren. Das heißt, das Mindset, also meine Einstellung, wird neu programmiert sozusagen. Und das ist, wie gesagt, in über 90% ein Mythos, weil er nämlich nicht funktioniert. Es funktioniert nicht auf Dauer. Es funktioniert vielleicht für den Moment, aber nicht nachhaltig, weil nämlich die bestehenden Verhaltensmuster, die Glaubenssätze, die Erfahrungen, die Gewohnheiten, die ein Mensch im Laufe seines Lebens entwickelt hat, weil die nämlich, und die unterlaufen dieses neue Mindset. Das war früher schon das Problem bei NLP, dass man zwar dann, um das zu, dass es nicht unterlaufen wird, so muss ich sagen, hat man dann gesagt, du musst üben, du musst trainieren, du musst Routinen entwickeln, du musst dich verändern, du musst ein Tagebuch führen, ein Erfolgstagebuch oder wie immer das genannt worden ist. Und trotz alledem, in über 90% der Fälle landen die Leute letztendlich nach einer Zeit, paar Stunden, paar Wochen, paar Monate vielleicht, doch wieder da, wo sie früher auch schon waren. Manchmal fällt es dem Betreffenden dann noch auf, dass er sagt, ach, du hast doch gelernt, du weißt doch, wie man es besser macht. Jetzt hast du es doch wieder so gemacht, wie du es immer gemacht hast. Aha. Ja. Und ja, das heißt, die Muster unterlaufen uns dabei. Und bei Mindset ist schon mal die Frage, wo ich immer denke, wo man eigentlich anfangen müsste. Nicht bei Mindset anfangen, man müsste sagen, für was entwickle ich eigentlich ein Mindset, wenn man überhaupt ein Mindset sprechen möchte. Dann geht es letztendlich ja um Ziele, um das, was ich erreichen möchte, das, was in meinem Leben als ich mir als Ergebnis wünsche. Und da fangen schon die großen Probleme an bei vielen, dass sie nämlich hergehen und sagen, ja, ich möchte das oder dies oder jenes, eine bessere Führungskraft werden, ich will gesünder werden, ich will kreativer werden, die richtige Frau, den richtigen Mann finden, nicht mehr enttäuscht werden, nicht mehr verletzt werden, keine Rückschläge mehr erleben im Leben. Also all diese Dinge, die Menschen sich als Ergebnis wünschen. Und dann sehen sie oft bei anderen, wie die das machen. Und dann fangen sie an, diese Person zu kopieren und sagen, ah, so muss ich das auch machen. Ja, und dann haben sie Wünsche, Träume, Ziele, letztendlich Ziele, die bei anderen entstanden sind. Also nicht ihre eigenen. Das sind nicht mehr ihre eigenen. Kommen nicht von ihnen. Genau, sie kommen nicht von innen, diese Ziele. Ja. Ja. Und dann sind es oft auch Ziele, die sie dazu bringen, ihre Lebensqualität hinten anzustellen. Ja, es sind Ziele, wofür sie, sagen wir, ihre Freizeit opfern, ihre Familie opfern, oft sogar ihre Gesundheit opfern, ja, um eben ein bestimmtes Ziel zu erreichen, um den Erfolg zu realisieren, den sie sich wünschen. Und wir sagen immer, das ist nicht Erfolg. Es ist doch kein Erfolg, wenn ich am Ende meines Lebens oder in irgendeinem Zeitraum meines Lebens dann meine Gesundheit ruiniert habe, meine Familie verloren habe, meine Lebenszeit sozusagen allem geopfert habe. Das ist doch nicht wirklich Erfolg. Und ich glaube, dann ist man sehr nah an der Frage nach dem Sinn des Lebens. Also was für einen Sinn hat ein jedes Leben? Und ich weiß es, der Sinn des Lebens ist nicht, seine Lebensqualität zu opfern, auch nicht seine Familie zu opfern und auch nicht seine Gesundheit. Das ist nicht der Sinn eines Lebens, sondern genau das Gegenteil.
Der Sinn des Lebens ist, die Qualität des Lebens zu erhöhen. Das heißt, dass ich kontinuierlich meine Lebensqualität, dass meine Freude am Sein kontinuierlich zunimmt. Das ist der Sinn und interessanterweise auch der Sinn eines jeden Lebens. Es war übrigens einer der Grundbausteine, die Grundbausteine der Methode, die ich entwickelt habe, die wir heute interessierten Menschen anbieten. Ja, dass ich nämlich jeder Schritt zu dem, was ich werden möchte, mit Freude erfüllt sein sollte, und eben die Lebensqualität steigern, auch die Freude am Sein steigern soll. Und deswegen, wenn ich von Erfolg rede, dann meine ich immer, wer erfolgreich ist für mich, der Mensch, der mit Erfolg seine Lebensqualität erhöht. Alles andere ist nicht wirklich toll. Ja, das ist ja genau der Punkt. Wie komme ich überhaupt an diese Lebensqualität ran? Muss ich da auf mich hören? Muss ich visualisieren? Das ist ja auch so etwas, das immer wieder in aller Munde ist, um mal meine Ziele zu finden und mir vorzustellen, um dann so glücklich zu werden. Mhm. Oder wie funktioniert das? Also du hast da deine Methode erwähnt. Wie ist dein Approach? Ja, das ist, was viele Menschen, die fragen dann, ja, was ist denn mein Sinn des Lebens? Sie wissen es nicht. Ja. Wir haben es vergessen. Wir haben zwar im Rahmen unserer größeren Events die Möglichkeit, oder Menschen finden dort wieder oder erkennen wieder den Sinn ihres Lebens, aber solange man nicht dort ist, ist es natürlich schwierig. Und deswegen suchen sehr viele Menschen, nach dem richtigen Weg in ihrem Leben, nach den richtigen Antworten, nach den richtigen Lösungen, eben nach dem Sinn ihres Lebens. Wo ist er? Und ich sage den Menschen immer, hört auf damit. Hört auf, nach dem richtigen Sinn zu suchen, nach dem richtigen Weg zu suchen, weil ihr seid schon drauf. Und ihr werdet diesen Weg nicht verlassen können. Ja, wenn ihr verlasst diesen Weg, also das ist sozusagen dieser Weg, hier starte ich, hier ist das Ziel. Ja, und jetzt starte ich hier. Und jedes Mal, wenn ich mich zum Beispiel anderen orientiere, ja, dann beginne ich meinen Lebensweg zu verlassen. Solange ich auf meinem Lebensweg bin, wird meine Lebensqualität kontinuierlich zunehmen, auch kontinuierlich meine Freude am Sein wird kontinuierlich zunehmen. Aber in dem Moment, wo ich jetzt zum Beispiel in der Partnerschaft aus Liebe zu den Menschen meinen Lebensweg verlasse oder mich an anderen Menschen orientieren, wie der Erfolg oder die erfolgreich geworden ist, ich beginne die zu kopieren, dann verlasse ich meinen eigenen Lebensweg. Und in diesem Moment, wo ich den verlasse, beginnt sich eine Schere zu öffnen zwischen dem, was den Sinn meines Lebens ist, nämlich die Qualität und die Freude am Sein zu erhöhen und das Leben, das ich beginne zu leben, indem ich mich an anderen orientiere. Und der Rest ist dann nur noch eine Frage der Leidensfähigkeit. Eben, wie äußert sich das? Ja, genau. Das heißt, je mehr ich meinen Lebensweg verlasse, je mehr lässt meine Lebensqualität nach. Ja, je mehr wird es, je schwieriger wird es in meinem Leben werden, je mehr Spannungen habe ich in mir. Ja, und das heißt, es ist nur noch eine Frage der Leidensfähigkeit. Sondern für mich sage ich immer, das ist nur eine Frage, wie stark oder wie sehr kannst du leiden? Und ich hoffe immer, dass die Leute dann sagen, ich kann nicht leiden. Das ist nämlich das Allerbeste, was uns passieren kann. Nämlich dann, wenn ich bemerke, ich leide, dann kann ich es ändern. Ich habe einen freien Willen, ich kann es ändern. Also bleiben wir bei Partnerschaften zum Beispiel. Ja. Ja, Partnerschaften, er oder sie beginnt den Weg des anderen zu gehen. Ja, dann öffnet sich diese Schere, weil die betreffende Person seinen eigenen Weg verlässt und geht nur den Weg des anderen. Und das heißt, die Spannung wird immer größer. Immer mehr wird dieser Mensch merken, ich kann eigentlich gar nicht mehr. Ja, und irgendwann ist dann auch beim größten, leidensfähigsten Menschen irgendeine Grenze erreicht, wo er sagt, ich kann nicht mehr. Und meistens sprengt er sich dann aus dieser Beziehung heraus. Ja, und dann ist der Partner oft noch überrascht und sagt, wie, du bist ja gar nicht der oder die für die oder den ich die gehalten habe. Ja, und eigentlich hat er recht, weil man war nicht mutig genug am Anfang zu sagen, du bist hierher, kann ich dir folgen, aber nicht weiter. Dann verlasse ich meinen Lebensweg zu weit. Ja, also das ist so dieser Ding. Ich sage immer, man kommt dann immer, irgendwann sprengt man sich raus. Ja, bei Frauen zum Beispiel, die kommen aus einer Beziehung raus. Meistens gehen sie dann erstmal zum Friseur, dann gibt es eine neue Frisur. Es wird sich neu eingekleidet und dann plötzlich ist das Leben wieder schön. Ja, bei Männern ist das ähnlich. Die kaufen sich einen neuen Anzug oder gehen aus oder sonst. Wir haben ja auch so unsere Methoden, wie wir. Und dann auf einmal läuft es wieder. Ja, und dann treffen wir wieder jemand oder wir fangen wieder an, jemand anderen nachzuahmen und sagen, oh, das ist ein Vorbild, den mache ich jetzt. Dem folge ich jetzt und dann folge ich dem und dann verlasse ich wieder jetzt in die andere Richtung. Ja, ja, das sind mein Lebensweg. Das sind ja Äußerlichkeiten, die nur kurzfristig wirken und mich so im Augenblick zufriedenstellen. Also ich möchte das Bild mit der sich öffnenden Schere
nochmals verwenden. Mit wem? Die öffnende Schere. Ah ja, genau. Dieses Bild, also mit solchen äußerlichen Maßnahmen öffne ich die Schere weiter, aber selber habe ich das Gefühl, dass ich wieder auf meinem Weg bin, dass sich die Schere schließt. Ja. Braucht es da mehrere solche Anpassungen und wieder nachteilige Wirkungen, bis ich das merke, oder kann ich da irgendwie schneller drankommen? Ja, das, wie gesagt, ist eine Frage der Leidensfähigkeit. Ja, das heißt, solange ich mein eigenes Leben lebe, ja, und damit erfülle ich den Sinn meines Lebens, solange ich so lebe, dass die Qualität meines Lebens zunimmt und die Freude an meinem Sein zunimmt, solange bin ich dabei, den Sinn meines Lebens zu erfüllen, auch wenn ich im Moment gar nicht weiß, was der Sinn ist. Mhm. Ja, aber das ist das Zeichen dafür. Und das ist der Weg, den ich gehen darf. In dem Moment, wo ich ihn verlasse, werden Spannungen in meinem Leben auftauchen, werde ich mich nicht mehr wohlfühlen, wird meine Lebensqualität beginnen zu sinken. Ja, und jetzt ist, wie gesagt, nur noch eine Frage der Leidensfähigkeit. Wie leidensfähig ist er? Das heißt, wie weit lässt er zu, dass sich die Schere öffnet, bis er sagt, ich kann nicht mehr? Mhm. Ja, und ich sage immer, Leute, es gibt zwei Fähigkeiten, die braucht ihr nicht zu entwickeln. Das eine ist die Fähigkeit zu leiden und das andere ist die Fähigkeit zu verzichten. Das sind zwei völlig überflüssige Fähigkeiten, die kein Mensch auf dieser Welt braucht und auch gar nicht entwickeln sollte. Ich habe zum Beispiel sie nicht entwickelt. Ich bin noch nicht bereit dazu. Ja, das heißt nicht, dass ich nicht gelitten habe. Ja. Ich habe gelitten wie ein Hund in meinem Leben. Aber ich habe einen freien Willen. Und wenn ich anfange zu leiden, dann kann ich es ändern. Dann muss ich es ändern, dann muss ich mich ändern, dann muss ich meine Lebenssituation ändern. Und ich habe natürlich auch verzichtet, auf Dinge verzichten müssen. Ja, ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen, ich musste auf sehr viel verzichten, aber ich habe einen freien Willen, ich kann das Notwendige lernen, um nicht mehr verzichten zu müssen. Habe ich gar nicht mit meinem freien Willen machen. Also das heißt, wenn ich eine geringe Fähigkeit zu leiden habe und eine geringe Fähigkeit zu verzichten, dann werde ich fast immer auf meinem Lebensweg sein. Dann ist das wirklich ein Vorteil. Dabei sind das ja Tugenden, die heute manchmal hochgehalten werden. Ja, ich weiß. Was läuft denn da falsch? Woher kommt denn das? Ja, das... ich glaube, das liegt in 2000 Jahren christlicher Indoktrination sozusagen, die in unseren Genen gespeichert ist und die ja Leid für eine Tugend, ja, dann, wenn ich viel leide, werde ich im Angesicht Christus und angesichts Jesus oder Gottes dann zum Mode sein, oder wenn ich verzichte, wenn ich mich kasteie oder so etwas, dann wird das im Angesicht Gottes mir später im Himmel zum Wohle gereicht. Auch wenn heute Menschen aufgeklärt sind, das ist nämlich das Verrückte, selbst wenn aufgeklärte Menschen sagen, da glaube ich doch gar nicht mehr dran. Ja, das interessiert doch die Muster nicht. Die Muster, die über 2000 Jahre vererbt worden sind in unseren Genen, das interessiert die null. Ja, die sagen dir, ja, glaub du mal ruhig nicht mehr daran, wir sagen dir schon, wo es lang geht. Aha. Ja, so in der Richtung geht das. Und da, jetzt komme ich aber, den Mythos dürfen wir nicht vergessen. Ja, genau. Da bin ich gespannt, ich wollte da gerade noch einwerfen. Also die Gefahr, wenn man ja sich auf dem Weg, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens oder mal sich öffnet dafür, dass man da wieder Scharlatanen begegnet oder von religiösen Eiferern reingezogen wird. Ja. Wie kann man denn dem entgegenwirken? Also das ist eine gute Frage. Es ist schwierig. Wenn man googelt zum Beispiel, ja, nach Trainern und Coaches, dann gibt es allein in Deutschland 97.000. Also ich, ehrlich gesagt, möchte heute nicht unbedingt in der Situation sein, zu sagen, ich möchte mich gern weiterentwickeln, ich möchte den Sinn meines Lebens finden oder ich möchte bestimmte Dinge in meinem Leben voranbringen, Ressourcen entwickeln und voranbringen und meine Fähigkeiten verbessern. Da jemanden zu finden, das ist nicht sehr einfach heute, das gebe ich zu, weil es gibt sehr viele, die da draußen unterwegs sind und ja, ich will mich nicht darüber auslassen, aber es gibt sehr viele dort, ja, die halt leider auch, es gibt auch, das kann ich vielleicht sagen, es gibt sehr viele Egomanen auch unterwegs, gerade unter den Trainern, ja, das ist auch ein bisschen für uns wirklich, ich bin ja dabei, die KIT und auch meine Methode, die Hände abzugeben,
Weil ich bin ja, meine Frau hört das nicht so gern, aber ich bin ein Auslaufmodell, ja. Und es wäre schon nett, wenn das, ich bin ja auch aus diesem Grund zurückgekommen. Ich habe ja 15 Jahre auf dem Schiff mit meiner Frau gelebt und wir sind dann zurückgekommen, weil ich ins Jüngere hin bin, auch gerade dabei. Also es sieht alles sehr gut aus. Aber es darf kein Egomane sein, weil bei uns steht der Teilnehmer im Mittelpunkt. Das heißt, es geht nicht in dem, was wir Menschen vermitteln, an das Werkzeug, das wir ihnen an die Hand geben, geht es nicht darum, dass ich derjenige bin. Ja, oder irgendein anderer derjenige ist, der dann als erleuchteter Guru oder Vorbild oder sonst etwas. Das wollen wir nicht und das mache ich nicht. Und ich zerstöre das auch. Ja, wenn jemand, ich sage immer, kommt ja nicht auf die Idee, mich auf den Sockel zu stellen oder aus mir ein Denkmal zu machen. Ja, ihr wisst genau, was ihr mit Denkmälern macht, wenn sie einen Fehler machen. Ja, man stürzt sie nämlich. Ja, und bevor er mich stürzt, springe ich lieber selber runter, mache ich die eigenen Fehler. Es geht nicht um mich, es geht um die Inhalte. Es geht um euch. Es geht darum, dass ihr das anwenden könnt. Nicht um irgendjemand. Ich bin nur ein Lehrer. Ich gebe euch ein paar Dinge weiter. Wenn es euch interessiert, herzlich willkommen und alles gut. Ja? Ja. Aber macht mich nicht zu irgendeinem Vorbild. Das bin ich nicht. Ich bin genauso ein Reisender, wie ihr Reisende seid, ja, in eurem Leben. Wie eure, sagen wir, unsere Wege des Reisens haben sich getroffen. Und dann gehen wir vielleicht ein Stück des Wegens als Reisende gemeinsam. Aber dann, seitdem müsst ihr auch euren eigenen Weg gehen. Das ist noch spannend. Wir gehen gemeinsam und trotzdem geht jeder seinen eigenen Weg. Und der Therapeut, der Trainer, der Coach, der darf sich nicht im anderen verwirklichen, weil er dann so den Weg findet. Das ist ja eine Art von Missbrauch. Und das sind genau die Scharlatane, von denen die ich damit gemeint habe. Das ist ein guter Stichpunkt übrigens, was du gerade gesagt hast. Das ist ein guter Anhaltspunkt. Wann immer ein Coach, ein Trainer, ein wer immer auffordert, ihm zu folgen, tut es nicht. Okay. Weil das, wisst ihr, wenn ich einem anderen folge, dann kann ich das Beste, was ich erreichen kann, eine Kopie der Person zu werden, der ich folge. Ja. Damit gebe ich aber das Wertvollste auf, was ich besitze, nämlich meine Einmaligkeit. Mhm. Und das heißt, ein wirklicher Trainer, ein wirklicher Coach, ein wirklicher wer auch immer, hilft dir, dich zu finden. Das heißt, die Antworten in dir zu finden, dann darf er dir aber nicht sagen, wie es geht, sondern er muss dir helfen, zu finden, wie es für dich geht. Ja, du bist die Hauptperson in dieser Geschichte. Genau. Ja, und wie es für dich geht, dafür haben wir dieses Biofeedback-System entwickelt, als Beispiel. Hier, darf ich das zeigen? Ja. Zeige ich euch das mal kurz. Das ist dieses Biofeedback-System. Ja, das, da kann man das genau sehen. Also du siehst jetzt zum Beispiel, jetzt geht die Nadel nach links, ja? Siehst du das? Ja, sie geht runter, also irgendein Wert Sie geht nach links runter. Wenn sie bei 5 ist, springt sie zurück auf 0. Kannst du das sehen? Ja, ah, ist eine andere Skala. Bitte? Ist das dann eine andere Skala, wenn sie wieder hochspringt? Ja, nein, ein anderer Messbereich. Aber es ist keine Anzeige. Genau. Ah, okay. So, das heißt, solange die Nadel nach links geht, jetzt um einfach das mal zu erklären, solange sie nach links geht, befinde ich mich im ausgeglichenen Zustand. In einem ausgeglichenen Zustand. Ausgeglichen, okay. Wenn ich jetzt an etwas denke, was mich beschäftigt, zum Beispiel oder belastet oder sowas, ja, dann geht die Nadel nach rechts. Das sollte sie jetzt tun. Sie geht nach rechts. Du schaffst das. Ja, Gibt's noch genug im Leben, das dich belastet? Ja, sag ich doch. Ich bin nicht ehrlich. Besser als jeder unserer Teilnehmer. Ja? Mancher Teilnehmer mag in manchen Bereichen besser sein als ich. Darum geht es aber nicht. Nein, okay. es geht nach rechts, siehst du? Es ging nach rechts. Jetzt lasse ich das mal ein bisschen los wieder. Aber ich habe gerade daran gedacht, das war im letzten Jahr, meine Frau und ich, wir wollten auf unser Schiff fliegen. Und auf unser Schiff fliegen und dort war ich 14 Tage vorgeflogen, sie sollte 14 Tage später nachkommen, jetzt soll das wieder nach rechts gehen, ja. Sie sollte 14 Tage später nachkommen und diesmal haben die alles dicht gemacht. Das heißt, ich saß 14 Tage auf dem Schiff fest und sie kam nicht hin und ich kam nicht zurück. Nicht 14 Tage, Quatsch, 3 Monate saß ich auf dem Schiff in Fernostfest und kam nicht zurück und sie nicht zu mir. Das war nicht sehr angenehm, diese Zeit da. Aha. Sieht man noch? Ja, genau, sieht man. Sieht man, es zeigt die Emotionen an, die mich befestigen. Daraus kann ich genau herausfinden, was spielt für mich eine Rolle. Und jetzt deswegen auch nochmal auf den Mindset zu kommen, ganz kurz. Ja, und den Mythos. Und den Mythos, da wollen wir noch einschwenken.
Der Mythos ist deshalb, weil es zu 90% ein neues Mindset, also ein Ziel, das ich verwirklichen will, auch wenn es lohnenswert ist, ja, ein lohnenswertes Ziel, das ich gefunden habe, was man übrigens auch mit dem Biofeedback-System findet. Wir finden, dass es wirklich lohnenswert ist, das heißt, dass die Qualität meines Lebens erhöht und meine Freude am Sein. Nur solche Ziele, das kann ich daraus messen, kann sehen, dass mir das angezeigt wird. Ja, und der Mythos ist eben, dass dieser Mindset oder dieses lohnenswerte Ziel, egal wie du es nennst, in über 90% nicht funktioniert, weil es eben nicht von bestehenden Mustern, Erfahrungen unterlaufen wird. Und deswegen verwenden wir das Biofeedback-System. Wir finden nämlich anschließend die Muster, das neuro- oder wissenschaftlich ausgedrückt, das neuronale Netzwerk, was sozusagen verhindert, dass ich das erreiche, was ich anstrebe und warum ich es bisher nicht erreicht habe. Die Blockade. Die Blockade, genau. Und das ist dann in mir drin. Also ich arbeite so auf der physischen Ebene mal von innen nach außen. Ja, genau. Das ist meine Antwort. Das ist mein Körper reagiert emotional darauf und dann sehe ich genau, das ist die Blockade oder das ist das Hindernis, was mich hindert, das zu erreichen. Und dann lösen wir das auf innerhalb von 30 Minuten und setzen ein neues ein und dann funktioniert das. Was übrigens auch sehr wichtig ist. Halt. Setzen ein neues ein, höre ich da wieder eine zudeckende Maßnahme heraus? Ja, natürlich, weil das ist notwendig. Man darf nicht nur das Mindset sozusagen setzen, ja, sozusagen, oder das Zielbild, das lohnenswerte Ziel finden und sich dafür entscheiden, sondern man muss auch schauen, was behindert die Verwirklichung des Ziels. Ja. Warum habe ich es bisher nicht erreicht? Und deswegen ist Mindset allein ein Mythos, der in über 90% nicht funktioniert, weil nämlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, bestehende Muster, Blockaden, ja, Erfahrungen im Leben sozusagen, das unterlaufen und ich dann wieder zurückfalle in die alten Verhaltensmuster und das lösen wir dort auf. Innerhalb von 30 Minuten finden wir ein lohnenswertes Ziel und ersetzen es durch ein, nehmen die emotionale Struktur raus aus dem alten, setzen sie in das neue Erfolgsmuster oder neuronale Netzwerk ein. Und von da passiert was sehr Spannendes. Da werde ich nämlich in mein Ziel gezogen. Also ich kann das vielleicht mal deutlich machen. Nehmen wir an, ich habe jetzt leider manchmal mit einem Haargummi, aber jetzt sind wir so. Nehmen wir an, das wäre ein Haargummi, ja? Und der Innenraum dieses Haargummis, das ist das Leben, das mir meine Muster, meine Erfahrung, meine Gewohnheiten heute ermöglichen. An Glück, Zufriedenheit, Erfahrung, Erfolg, was auch immer, was es mir ermöglicht. So, jetzt gehe ich setze ich ein neues Mindset oder mache ein neues lohnenswertes Ziel und dann sage ich, das will ich erreichen. Und dann verlasse ich dieses Ziel und du siehst schon, dann würde sich das, wenn es ein Haargummi würde, sich das ausdehnen sozusagen dorthin. Und das heißt, es zieht mich immer wieder die alten Muster zurück. Mhm. Ja, die würden mich zurückziehen. So, was wir machen, wir nehmen dieses Muster, diese emotionale Struktur und setzen sie dorthin, wo du hin willst. Nehmen sie hier raus, setzen sie dorthin. Dann kommt der Zug von dort. Und dann werde ich automatisch dorthin gezogen. Das heißt, ich brauche es nicht. Ich brauche nicht zu üben, nicht zu trainieren. Und auch dieses Ziel wird über das Biofeedback-System gesetzt, weil das ist noch ein weiteres Kriterium. Viele sagen ja, wenn du neues Ziel, also neues Mindset, wer sich bescheidene Ziele setzt, wird auch nur bescheidene Ergebnisse ernten. Also setzt dir große Ziele. Nur wer sich große Ziele setzt, wird überhaupt keine Ergebnisse ernten. Weil nämlich die großen Ziele von den bestehenden Mustern unterlaufen werden. Ja, sie ziehen ihn wieder zurück. Und deswegen setzen wir auch die lohnenswerten Ziele, die neuen neuronalen Netzwerke mit dem Biofeedback-System, sodass es so gesetzt wird, optimal gesetzt wird, dass es von der bestehenden Persönlichkeit unterstützt wird und die Persönlichkeit ihn hilft und fördert, das Ziel zu erreichen. Also dass auch das Erfolgserlebnis das dann unterstützt und nicht in Frustration ausartet, weil zum Beispiel das Ziel einfach zu hoch, unrealistisch oder meinem Lebensplan nicht entsprechend gesetzt worden ist. So ist es. Wenn es zu hoch gesetzt ist, dann wird es unterlaufen. Ja? Und das, wie gesagt, vermeiden wir mit dem Biofeedback-System. Es ist sehr, sehr, sehr spannend. Super. Ja, wo können wir uns noch weiter informieren dazu? Also auf unserer Webseite keet.com, da findet man alle Informationen, auch wissenschaftlich-medizinischen Hintergrund zu dem, worüber wir hier gesprochen haben, auch zu dem Biofeedback-System, wie es funktioniert. Und man kann sich auch für ein persönliches Gespräch eintragen, das natürlich selbstverständlich kostenfrei und unverbindlich ist. Und wenn jemand da persönliche Fragen stellen will, kann er mit einem unserer Trainer reden und kann sich dort die Antworten holen oder Blickpunkte holen, wie wir sagen, die ihm helfen, vielleicht erste Schritte zu gehen. Super, herzlichen Dank für diese wertvollen Informationen, lieber Heinz-Jürgen. Danke, dass du hier warst und bis bald. Danke sehr.
Sehr gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, dieses Gespräch hat auch Sie fasziniert und Ihnen einige Punkte für Ihr Leben aufgezeigt. Weitere Informationen und Kontaktangaben zu unseren Gästen finden Sie auf unserer Homepage. Vielen Dank für Ihr Interesse und schauen Sie bald wieder bei uns rein. Bis dann, ich wünsche Ihnen alles Gute.